Ja, hallo. Schön, dass ihr auch heute wieder mal kurz reinguckt. Denn heute ist der Panther 8.8 im Fokus und das Ganze wurde vom Chaospol eingeschickt. Vielen lieben Dank, Chaospol. Und ja, warum der Panther 8.8 ist vielleicht der ein oder andere, der sich da die Frage stellt. Ja, recht einfach. Ich finde ihn gefühlt einfach unterrepräsentiert. Ich bin selber kein riesig großer Freund davon, aber ja, es ist ein deutscher Panzer und ja, den sollte man dann doch mal zeigen, gerade weil es halt ein Premium ist und der ein oder andere natürlich da immer ganz gern mal wissen will, wie ist denn der Panzer so, soll ich mir kaufen, soll ich mir nicht kaufen, wenn er dann wieder mal irgendwo erhältlich ist. Die Frage kommt eigentlich so jedes Mal. Ja, und dementsprechend dachte ich mir, ja, Junge, dann zeig ihn doch heute einfach mal. Da hat er auf jeden Fall Glück mit Matchmaking gehabt, denn er hat hier ein 8er Matchmaking, ist hier Top-Tier, 8er, 7er, 6er und ist auf der Karte Steppen. Also da läuft schon mal bis dahin zumindest für ihn. Und jetzt schau mal, was er hier reißen kann. Erstmal fährt er auf die Stelle, die zu erwarten war, da Richtung Cap, denn hier ist Begegnungsgefecht aktiviert und ja, das ist so, sowieso die Stelle, wo man eher so mit dem mittleren Panzer sich auch wohlfühlt. Was das einzige vielleicht Negative gerade ist, dass er ziemlich alleine ist. Denn da folgt ihm noch der 3485M und der VK aber auch noch mit sehr viel Respektsabstand. Und ja, das ist das einzige gerade sehr Nachteilige. Das sein Team ist auf der Heavy-Linie, da diese 1er-2er-3er-Linie viel am Start, aber so wo er ist, ist ein bisschen mau jetzt. Da oben den Pudel. Der Pudel hat ja auch die bessere Position, steht ein bisschen erhöht, kann immer ein bisschen was verteilen, hat hier Cover, das hat er alles nicht. Dementsprechend muss er jetzt auch sich mal ein bisschen noch umlegen. Ja, und er braucht jetzt einfach Support, auch wenn er hier mit dem Pudel eigentlich nominell in zwei Tierstufen unterliegenderen Panzer hat. Aber naja, mit der richtigen Position ist halt auch ein schlechterer Panzer einfach gut zu brauchen. So, jetzt auf den 150, da kommt er jetzt gut drauf, da hat er jetzt gar kein Problem. Der 150 schießt aktuell noch nicht mal zurück, weil sich denkt, oh mein Gott, was macht er denn da? So, die letzten HP durch den Brand ist schon verschlungen, eine Minute, also Captain muss er sich jetzt nicht unter Druck setzen lassen. Ja, die 43 hat hier mal einen rausgeballert, wie gesagt. Finde ich auch nicht richtig, was das Gegnerteam macht, von der Taktik her. So früh in den Cap zu fahren, bringt eigentlich einem nie weiter. Denn man ist halt damit, wie jetzt hier zum Beispiel, der T-43 ganz offen stehend, wird halt gefarmt und man kann effektiv gesehen nicht wirklich viel reißen. Und das merkt ihr jetzt auch. Der T-21 scheint noch ein eher unerfahrener Spieler zu sein, denn der probiert es einfach mal weiter in Dauer mit HE. Scheißegal, komme was wolle. So, und jetzt kommt der T-21 da ran und der hat's mit einer RAM-Attacke versucht, die auch mit seinem Hitpoint-Pool nicht mehr wirklich gut funktioniert hat. Optimistisch, sympathisch, aber nicht gut. So, der T-44-100 ist natürlich schon wieder ein anderes Kaliber, ebenfalls Tier 8. Ebenfalls ein mittlerer Panzer, also da muss er schon ein bisschen mehr Respekt vorhaben. Hat ihn aber da wenigstens hingestellt. Ja, jetzt hat er die Kette wieder repariert. Also kann da wieder weiterfahren. So, und jetzt den rausgenommen. Damit steht es 6:1. Also man sieht schon so vom Scoreboard, dass es ja deutlich zu seinen Gunsten läuft. Also das Team hier alles im Griff. Sie haben hier schön jetzt alles um den Cap klar gemacht. Da war der Gegner einfach offen gestanden, einfach schlecht gestanden. Also so früh würde ich persönlich auch nie empfehlen, in den Cap zu fahren. Jetzt hat er seitlich da den Churchill ein Stück weit weg. Geht auch auf, muss aufpassen, aber ich scheint eh so, als ob das Gegnerteam gerade gar nicht so viel Augen für ihn und seine Taten hier hat. Die Su und der IKV da hinten. Jetzt kommt erstmal auf die Su drauf, die schaut sogar noch nicht mal zu ihm in die Richtung.
Also kann er auf jeden Fall mal einen platzieren. Su bewegt sich nicht, bleibt mal oben stehen. Zieht nochmal einfach gleich den nächsten Knüppel raus und nochmal über den Kopf. Ja, und keine Ahnung, Su hat, glaube ich, eh schon keinen Bock mehr gehabt. Der war schon Richtung Kaffee oder so unterwegs und dachte sich, ach, egal, was soll's. Ist mir doch Bums, was ihr da macht. Ah, Su, ein sehr, sehr schwieriger Schuss, aber auch den Platzierer, da holt die 8-8er alles raus, was an Genauigkeit in ihr steckt. Ja, und jetzt ist es eigentlich noch höchstens vielleicht so einen Reste verwerten. IKV konnte da noch einen rausnehmen. Der Oho, der ist auch gleich so gut wie weg. Aber auch der nimmt nochmal einen mit. Jetzt steht der 12-Tonner dann da dran. Aber ich denke, vielleicht kriegt er noch einen Hit raus. Waffenbrüder haben sie aktuell auf jeden Fall klar gemacht, die beiden. Haben sie dafür den Zug gebildet und dann war es das auch erledigt. Ja, war eine einfache Runde, aber wiederum mal mit einem Panzer, wo man auch wieder sehen will. Und das finde ich eigentlich das Besondere. Was macht denn deren Credits dafür, dass sie hier Top-Tier war und gefühlt gar keine schwierige Runde war, hat er 100.000 Credits rausbekommen und das ist ja doch das Spannende, was verdient man mit so einem Premium-Panzer und soll ich mir den kaufen oder den anderen? Vielleicht hat das Video ein bisschen geholfen, ob ihr euch den für den entscheiden wollt oder solltet. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß, geile Runden, holt ordentlich Credits nach Hause, denn so wird nur irgendjemand von euch da draußen reich. Bis zum nächsten Mal, euer Ekaramba.